Also ich habe mir das Teil einfach mit einem elastischen Gummibar-Seil, das muss was Neues sein, mit einem elastischen Gummiseil an die Klimmzugstange montiert. Da hängt es dann runter, wenn ich draufschlage, bounce das von der Kante da weg. Jetzt seht ihr es hier auch schon ein bisschen abgenutzt habe ich es schon. Das ist mir in dem Fall egal, aber es ist auf jeden Fall billiger, wenn man sich das so an die Klimmzugstange, die 16 Euro gekostet hat, das Seil ca. 9 oder 6 Euro und die Boxingbiene, keine Ahnung, die hat ein bisschen mehr gekostet. Aber so ist das am leichtesten von der Montage her und funktioniert auch gut.